Kammersänger Clemens Unterreiner, Neo-Intendant der Oper Garz, servierte in seinem Premierenjahr den begeisterten Operngästen mit leicht zittrigen Händen Donizettis Liebestrank. Ich bin nervös. Und Gott sei Dank, weil sonst wäre er tot wahrscheinlich. Da muss man nervös sein. Wenn ich heute nicht nervös wäre, wann dann? Als Sänger ist das sonst mein Zuhause hier, aber heute habe ich da oben gar nichts verloren, außer zu Grüß Gott zu sagen. Und dann liegt alles, ja, wie heißt es so schön, auf hoher See und bei Open Air Oper in Hand des Schicksals und meines Ensembles und dem Publikum. Aber ich habe fleißig aufgegessen und was Ordentliches getrunken, wird schon schief gehen. Die diesjährige Inszenierung ist die 5. gemeinsame Regiearbeit von Caroline Pienkos und ihrem Mann Cornelius Obonia. Die Hausarbeit und die Regiearbeit zu teilen, birgt sowas Konfliktpotenzial? Wer antwortet zuerst? Okay. Das ist ein großes Privileg. Ja. Nein, es macht so viel Freude einfach, wirklich jederzeit und rund um die Uhr im Dialog zu sein über eine gemeinsame Arbeit, die uns beiden halt wahnsinnig Freude macht. Also insofern ist es ein Geschenk. Also wenn man sich während des Saugens über Donizetti unterhalten kann, halte ich das für ein Lebensglück. Die Burg Garz ist ein ganz besonderer Ort, der für die Regiearbeit einiges zu bieten hat. Also die Natur spielt mit. Allein schon, dass die Grillen zirpen am Abend, wenn man hier sitzt und eine solche wunderschöne Oper hören kann. Das ist in den stillen Momenten ein unglaublich schöner Augenblick. Und natürlich, man hat einfach akustisch natürlich ganz andere Bedingungen, die hier aber tatsächlich für eine Freilichtbühne sehr gut sind. Es ist die letzte unverstärkt gesungene Opernbühne in Europa, soweit ich weiß. Und das ist, man hat in einem Haus natürlich, kann man von oben, unten, links und rechts leuchten. Hier hat man Naturlicht und dann das schönste Fade-out in die Dunkelheit, das es gibt, nämlich die Dämmerung. Ja, es ist natürlich bombastisch von der Location her. Also ich meine, das ist voll ausgenutzt als Raum für die Oper und das ist natürlich eine tolle Kombination. Finde ich persönlich schöner als in einem Theater, kann man nie so nachempfinden wie bei so einer Veranstaltung. Wundervoll ist das hier. Also wir sind hier zum ersten Mal heute mit der Familie. Ich freue mich wahnsinnig und es ist so ein schönes Ambiente, wirklich wunderbar. Und die Sänger und Sängerinnen, das Orchester, ganz großartig. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Noch einmal herzlich willkommen, freue mich sehr. Das ist ja unglaublich, das ist ja inklusive Animation vom Intendanten. Alles, ich bin für alles verantwortlich. Wenn ich schon nicht singe heute, dann möchte ich für die Stimmung zuständig sein. Und die mache ich. Ich bin die Vorgruppe, bin die kleine Vorgruppe, die das Publikum anheizt für die Stars, die dann auf der Bühne sind. Einerseits ist es eigentlich einfach ein musikalisches Meisterwerk von Donizetti, das er tatsächlich innerhalb von 2 Wochen komponiert hat, aber auch die Schlichtheit der Geschichte, wo sich dann einfach jede einzelne Person heute hier im Publikum, glaube ich, auch hineinversetzen können und dürfen. Jetzt soll Donizetti die Oper in 2 Wochen geschrieben haben. Wie würde die denn klingen, wenn er sich 4 Wochen Zeit genommen hätte? Das ist frech. Das klingt schon sehr gut. Ich denke, so ein Genie wie Herr Donizetti schafft das in 2 Wochen ganz offensichtlich. Man wird es hören. Die wahren Genies, die haben immer so ganz kurzfristig ihre Oeuvre vollbracht. Das, also wirklich alle. Das ist wirklich, geht durch die Bank von Mozart bis Johann Strauss und alle anderen. Das war immer, also ich glaube, das waren so wie ich, so Last-Minute-Typen. Die haben einfach alles, die haben den Druck braucht, den Stress und dann ist das wunderbare Werk entstanden. Wie würde das klingen, wenn er sich 3 Wochen Zeit genommen hätte? Ich glaube, dann würden wir so beseelt alle von dann fliegen und schweben. Noch beseelter, als wir es eh schon tun. Oder vielleicht war das genau so, dass einfach das kleine bisschen Druck, das er sich vielleicht selbst gemacht hat oder die Umstände, waren genau das Richtige für ihn, dass es so wurde, wie es wurde.